jetzt möchte ich euch nochmal zeigen in Photoshop, wie ihr dort auf jeder Art von Form euren Text unterbringen könnt. Dazu habe ich mir einfach eine A4-Seite erstellt und mache dort jetzt einfach mal ein Dreieck drauf. Was ja mal eine ganz ungewöhnliche Form ist. Mache das nochmal weiß. Kontur hat es auch nicht und werde das später auch nochmal einfärben. Ich raste dann nochmal mein Dreieck, sodass ich damit dann auch arbeiten kann. Ich muss dann meine Ebene mit dem Dreieck auswählen, sodass sich diese Linie dort eben bewegt. Und dann kann ich durch rechts, wenn ich auf den Bereich Fahrt gehe und dann auf den kleinen Kreis mit den vier Punkten, kann ich mir Text entweder um das Dreieck herum erstellen. Ja, also man sieht dann so, dass der Cursor sich so ein bisschen ändert, wenn man dort in dem Bereich der blauen Linie jetzt ist Übergang. Ne? Also außen der Cursor sieht anders aus wie innen. Und das soll einem dann einfach deutlich machen, dass wenn ich außen bin mit meinem Cursor, mein Text außenrum um die Form geht. Und wenn ich innen drin bin, dann ist auch dieser Kreis noch mit um meinen Cursor rum, der mir dann anzeigt, ja, jetzt bin ich in der Form und mein Text kommt auch in die Form. Ich mache das Ganze noch. Es kommt ja mal automatisch dieser Lorem Ipsum Text, den richte ich dann noch mittig aus, einfach weil es jetzt bei der Dreieckform einfach besser aussieht. Und da ich jetzt einen weißen Hintergrund genommen habe, kann man ein bisschen schlecht erkennen. Ich werde das gleich nochmal ändern, denn mein Text geht jetzt genau bis an den Rand des Dreiecks. Und das ist ja manchmal ein bisschen ungünstig. Das werdet ihr dann auch gleich im eigentlichen Projekt sehen. Und wenn ich eben in meinen Text hineinklicke, den ich dort habe, und dann mir eine Ecke auswähle und diese dann eben verkleinere, also hineinziehe, dann kann ich meinen Text etwas verkleinern, meinen Textbereich, so dass der dann eben, wie ihr jetzt sehen könnt, nicht mehr direkt bis ran an die Kante geht. Sieht einfach viel besser aus. So, für dieses nächste Beispiel habe ich eben gerade noch dieses kleine Photoshop-Tutorial mit eingeworfen. Ich habe mir hier einen Halbkreis von Ellie Edwards ausgesucht. Der ist aus dem Whole Kit. Habe den auch eingescannt, weil ich den eben... ich habe ihn schon in digitaler Form, aber... Ich wollte euch ja was zeigen, was macht man, wenn man eine Sache nicht digital zur Verfügung hat. Ja? Also einfach die ganze Sache einscannen und dann kann man das wie bei der 4x6-Karte entweder in Photoshop einwerfen oder wenn ihr es zur Verfügung habt in Photoshop oder Photoshop Elements. Und ich habe das Ganze noch versucht in eine PNG-Datei, also mit einem transparenten Hintergrund umzuwandeln, was eigentlich nicht notwendig ist, also in Word schon mal gar nicht. Hier in Photoshop ist es ein bisschen hilfreicher, eben um diese Textebene in der Form des Halbkreises machen zu können. Also das war der einzige Grund. In Word muss man dann eben einfach, denke ich, nur sein Text oder sein Textfeld und dann seinen Text dort drin der Form eben anpassen, ne? Dass man natürlich nicht so weit schreiben kann. Man muss es dann eben dementsprechend links- oder rechtsbündig machen. Ja, wie eben gerade schon gezeigt, mache ich dann also hier wieder meinen Text in die Form. Dazu, wie gesagt, wieder ausgewählt die Form über Pfade, einen neuen Pfad erstellt und direkt reingeklickt, um den Text anzugeben. Und hier seht ihr auch nochmal, ich passe das Ganze nochmal durch kleiner machen dieser Textebene das an, sodass der Text nicht am äußeren Rand ist. Genau, spiel noch mal ein bisschen mit den Textgrößen rum.
Und auch den Abstand zwischen den Zeilen, was man ja genauso in Word auch ändern kann. Je nachdem, wie man das eben gerne haben möchte. Jetzt erstelle ich mir noch hier meine A4-Seite, wo ich dann diesen Halbkreis mit Text draufziehe, sodass ich dann nachher auch weiß, wo wird gedruckt. Braucht man im Prinzip nicht machen. Man kann auch direkt eigentlich das Element so lassen, auf Drucken gehen und dann eben A4 einstellen. So habe ich aber mehr Kontrolle, wo es einfach gedruckt wird und kann dann auch gleichzeitig mehrere Sachen bearbeiten und ausdrucken. Ich ändere hier jetzt nochmal meine Meinung und drehe meinen Halbkreis nochmal um 180 Grad, da der Text jetzt unten rechts auf dem Kopf steht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen doof, ne? So, also den ganzen Halbkreis nochmal umgedreht und alles nochmal von vorne. Also den Halbkreis ausgewählt, sodass wieder diese blinkende, durchbrochene Linie zu sehen ist. Einen Pfad erstellen und dann mit dem Textwerkzeug direkt reinklicken. Jetzt richte ich meinen Text rechtsbündig aus, genau, und mach nochmal den Textbereich etwas kleiner, einfach weil dort ja schon auf der Karte auch ein kleiner Text oder ein Titel, würde ich jetzt sagen, so vorgegeben ist. So, dann seht ihr jetzt, wie dort eben Text über den Titel, der auf der Karte ist, rübergeht. Und genauso müsste man das einfach in Word dann, wenn man eine rechteckige Textbox hat, dann eben anpassen, dass man eben nicht so weit schreibt. Ja, und dann einfach in die nächste Zeile geht und weiterschreibt. So der Plan. So, das Journaling-Tippen dauert natürlich auch immer ein bisschen seine Zeit. Man muss gucken, ja, was will man überhaupt erzählen? Ist sprachlich das immer alles so in Ordnung? Tippfehler? Kann man vielleicht noch was anderes schreiben, um mehr Platz für Text zu haben? Muss man vielleicht eventuell was kürzen, weil es doch nicht alles draufpasst? Weil sonst auch die Schriftart vielleicht zu klein werden würde? Das muss man sich immer ausprobieren. Und zeige ich euch natürlich nicht alles mehr bis zum Ende. Das Ganze wird dann am Ende einfach komplett einmal ausgedruckt auf Kopierpapier, wie auch vorhin schon die 4x6 Journal-Karte. Und jetzt habe ich wieder die perfekte Vorlage, um dort die echte, in Anführungszeichen, Karte oder hier ja den Halbkreis draufzulegen, mit Washi-Tape zu befestigen und das Ganze dann eben nochmal durch den Drucker zu schicken. Auch hier muss man natürlich wieder aufpassen, dass man beachtet, wo habe ich meinen Text, wo kann ich das Washi-Tape hinkleben, weil es ist mir schon des Öfteren passiert, dass ich das überhaupt nicht beachtet habe und dann ist schön der Text auf mein Washi-Tape gedruckt worden. Ja, da musste man mal noch ein bisschen was basteln. Aber auch das habe ich irgendwie immer hinbekommen. Frau weiß sich da ja auch zu helfen. Also eine Journal-Karte so richtig versaut, glaube ich, habe ich noch nie. Also kann mich jeweils nicht dran erinnern. Es ist auch schon mal was leicht schief gedruckt. Ja, da geht die Welt auch nicht von unter. Also so perfekt bin ich dann. Oder perfektionistisch veranlagt bin ich dann auch nicht. Und wenn man das Ganze damit Washi-Tape aufgebracht hat, dann geht man eben wieder in Photoshop rein. Dann kann man wieder entweder die Ebene einfach deaktivieren, indem man auf das Auge klickt, oder man löscht sie ganz, wie auch immer, und druckt dann das Ganze nochmal. Und schon ist das Journaling auf dem Halbkreis. Finde ich mega cool
Und so hat man einfach auch die Möglichkeit, jegliche Form, die man in physischer Form da hat, am PC zu bedrucken, ja, seien es irgendwelche Labels oder ähnliches. Für mein December Daily habe ich das zum Beispiel auch getan. Da waren Textstreifen, da habe ich einen eingescannt und in Word dann einfach Textblock hinzugefügt und dann das Ganze bedruckt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.